Ja, wir haben ein kleines Commentary bzw. News bei den Gamer Panzers. Dabei ist der Tore. Hallo. Und wir sind hier gerade nach dem Ende der PlayStation Experience Keynotes. Wir fangen mal an mit gestern Abend. Da waren ja die zum ersten Mal die Game Awards, die nicht mehr von Viacom bzw. von Spike produziert werden, sondern jetzt mal von dem letztjährigen Host, den Namen gerade vergessen, selbst produziert werden. Ah, siehst du. Weil ja. Die letzten Jahre war das ja der letzte Müll. Fandst du? Und das stimmt mehr als. Das war mehr als Müll, das war eigentlich nicht anzugucken. Okay. Nein, jedenfalls dies Jahr zum ersten Mal wieder auch immer wieder vor Publikum und nicht nur im Studio. Also mal wieder volle Game Awards, wie die es eigentlich verdient haben. Jo. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Awards an und danach mit den Neuankündigungen. Machen wir das ja. So, ja. Ich würde sagen, fangen wir bei den Unwichtigeren an. Also erstmal beste Erzählweise. Da waren unter anderem nominiert zum Beispiel The Last of Us Left Behind zum Beispiel. Und noch ein paar kleinere Spiele. Aber gewonnen hat Valiant Hearts aus dem Hause Ubisoft. Ja, Valiant Hearts war ja dieses erste Weltkriegs... Was war das? Adventure, oder? Adventure-Spiel. Es war ja so ein... Ich weiß gar nicht, ja. War auch ein Sidescroller? Ich weiß es gar nicht. War auf jeden Fall ein Adventure. Ja, also wir haben es, glaube ich, noch nicht gegeben. Nee, hat, glaube ich, keiner von uns nicht gegeben. Nee, ich wollte es erst holen, aber 20 Euro war mir dafür leider zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es ist jetzt schon ein bisschen günstiger geworden. Also, gibt es eine PlayStation, PC? Ja. Für 8 Euro war es im Angebot, soweit ich weiß. War jetzt mal in den Aktionen hier manchmal dabei. Also, soll eigentlich ganz cool sein, aber... Na, man weiß es nicht. Wir haben es jetzt uns nicht reingezogen, aber... Auf jeden Fall beste Erzählweise, soll sehr emotional sein. Man spielt halt einen Hund. Und Kevin sagte, und? Jo. Ja. Gut. Soll beste Erzählweise Gut. sein. Dann kommen wir zu bester Soundtrack. Nominiert waren Alien Isolation, Child of Light, Destiny, Sunset Overdrive und Transistor. Gewonnen hat, ich finde zu Recht, Destiny, denn der Main-Soundtrack kann eine Menge. Sehr in Richtung Halo oder allgemein halt Sci-Fi-Zukunft. Ist ein schöner Soundtrack, kann man sich gut mal entspannend geben. Ja. Das ist der, der im Hauptscreen ist, also wenn du das Spiel anmachst, ist, ja. Ist das der gemeint? Ja, ne? Ja, gut, kann man nehmen. Aber ich denke mal, die meinen auch den allgemeinen Soundtrack, weil der ist ja alles im selben Komponisten deswegen. Ja, ich kenne ja nicht von Alien Isolation, wüsste ich jetzt gar nicht, ob sie auch nicht gespielt, deswegen. Naja, weiß ich nicht. Ne, ich glaube von anderen. Sunset Overdrive war den coolen Trailer-Soundtrack. Ja, nee, bestes, gut, kann man nehmen. Bestes Remake. Bestes Remake waren nominiert Tomb Raider Definitive Edition, The Last of Us Remastered, Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir, ja. Halo The Master Chief Collection und Grand Theft Auto 5. Ist klar, was gewonnen hat, GTA 5. Obwohl ich es hätte eigentlich mehr Halo gegönnt, weil ich fand, da war noch mehr Mühe drin, weil die erstmal alle Teile neu aufgelegt haben. Wie viele waren das? 4? Halo 1 bis 4, ja. 1 bis 4, 4 Teile. Aber wo man konnte auch immer zwischen Neuern und Alter gerade mit einem Klick wechseln. Man konnte immer so direkt den Verleihern gucken und es waren alle Multiplayer-Maps in einem Multiplayer, also über 100 Maps. Das fand ich sehr stark, aber gut, GTA 5 hat auch vieles neu gemacht. Ja, sehr gut, nochmal in HD-Grafik, nochmal richtig krass mit mehr Kantenglättung und so. Also für PS4. War eigentlich sowieso auch nötig, weil PS3 ist ja jetzt langsam. Na gut, sie ist noch aktuell noch, aber irgendwann wird sie auch mal aussterben und dann muss natürlich das HD Remake noch da sein für die Nicht-PC-Spieler. Wo, was meinst du jetzt? Das geht ja 5, oder? Ja, wenn es jetzt nur für PC, PS3 und dann nur auf PC gekommen ist und nicht für PS4, wäre ein bisschen schwach gewesen. Ja, denn bei der nächsten Kategorie haben sie zwei zusammengelegt, die im letzten Jahr zwei waren. Einmal Renn- und Sportspiele sind das eine Kategorie. Okay. Da waren nominiert Trials Fusion, NBA 2K15, Mario Kart 8, Forza Horizon 2 und FIFA 15. Ja, es fehlt in der Liste, zu Recht. gewonnen hat Mario Kart 8, das fand ich sehr überraschend. Ich hätte mit Forza Horizon 2 gerechnet. Aber okay, Mario Kart 8 sah sehr witzig aus, sehr spaßig, viele Neuerungen und ja, sehr schönes Spiel fand ich. Ja, es ist Wii U exklusiv und ist ein normales Mario Kart, macht immer mega Laune, auch auf LAN und auch online. Also kann man sagen, es verdient. Ja. Denn nominiert fürs beste Beat'em Up, da waren Ultra Street Fighter 4, Super Smash Bros. Brothers Wii U, Super Smash Bros. Brothers 3DS, Persona 4 Arena Ultimax und Killer Instinct. Gewonnen hat Super Smash Bros. Brothers Wii U, was ich auch zurecht finde, da ich auch die Vorgänger sehr stark fand. Ich gespielt habe, das neue habe ich noch nicht gespielt, aber es sah in Videos echt geil aus, weil allgemein ist das geile Kampf. Ja, Kevin, wir haben es früher auf der Wii selbst gespielt. Das ja, normale deswegen, Super Smash, das hat das mega Laune verdammt, gemacht. Das ist verdammt geil, ja. Also, und ich das DS war auch dabei. Das DS hat ja immer noch mit harten Bugs zu kämpfen, hat auch nicht so einen guten Launch gehabt wie die Wii U Edition. Deswegen gönne ich es auch mehr der Wii U Edition statt dem 3DS. Auf dem 3DS soll es ja auch der Hammer sein eigentlich, aber ist noch voll mit Bugs und ist nicht so kaufempfehlenswert im Moment. Ja.
Gut. Dann kommen wir zum besten Action-Adventure. Das ist mal eine sehr interessante Kategorie, weil da mal vieles im Jahr natürlich rauskommt. Nominiert waren Alien Isolation, Assassin's Creed Unity, Bayonetta 2, Mittelerde Shadow of Mordor und Sunset Overdrive. Gewonnen hat mit Abstand zu Recht davon Shadow of Mordor. Ja, kannst du ja mehr zu sagen, hast du ja selbst gespielt. Ja gut, ich hab's ja, auch ein bisschen gespielt. Also Alien Isolation hätte ich schon mal eh nicht verdient, Bayonetta 2 habe ich nicht gespielt, Sunset Overdrive auch nicht. Und Assassin's Creed Unity war einfach zu schlecht, launch, fand ich, dass es dafür noch ein Award verdient hätte. Es war ein gutes Spiel im Nachhinein, aber Mittelerde lief von ersten Tag gut, es macht vom Gameplay verdammt viel Spaß und ja, finde ich total verdient. Und hat eine ziemlich lange Langzeitmotivation, auch eine lange Story, ja. Wie ich bei dir gesehen habe, dauert ziemlich lange. Sehr lange, ja. Dann kommen wir zur interessantesten Kategorie, fand ich im Vorweg, und zwar der beste Ego-Shooter des Jahres. Okay. Nominiert waren Call of Duty Advanced Warfare, Destiny, Far Cry 4, Titanfall und Wolfenstein The New Order. Also eigentlich alle Ego-Shooter, die es hier rauskamen. Ja, so. Also ich habe immer vorher gedacht, Titanfall hat es nicht verdient, Wolfenstein aus meiner Sicht auch nicht richtig und Destiny hat es auch nicht verdient und Advanced Warfare hat auch nicht verdient. Da bleibt nur einer über und der hat auch gewonnen und zwar Far Cry 4. Ja, finde ich zu Recht, es war kein Multiplayer-Shooter, aber darum ging es ja nicht. Aber Far Cry 4, finde ich, soll ganz gut gewesen sein. Das Ende soll schwach gewesen sein, ich habe es nicht gespielt. Aber weil ich da gesehen habe, war echt geil. Das war Far Cry vom Gameplay sah es ganz gut aus. Ja. Also ich hätte, also wir haben unser eigenmal natürlich, glaube ich, Advanced Warfare gesagt eher. Oder Destiny. Als Far Cry 4, weil Destiny vom Gameplay auch super ist. Ich hätte vom Gameplay auch Destiny genommen, weil es vom Gameplay verdammt viel Spaß macht. Na gut, und COD ist immer dasselbe meistens, ne? Also, ja gut, ich hätte jetzt zwischen Far Cry 4 und Destiny ein bisschen geschwankt. Ich hätte beiden das gegönnt, aber naja. Gut. Denn bestes Mobile Game, wo ja meistens immer nur irgendwelche Kack-Handy-Games sind, die eigentlich nur totaler Mist sind. Dieses Jahr waren auch ein paar coole Spiele bei. Also einmal Bravely Default, Hearthstone, Monument Valley, Super Smash Bros. Brothers 3DS und Trees. Gewonnen hat, mit Abstand natürlich zu Recht, Hearthstone. Von Blizzard, ja. Ja, Hearthstone das für mich schon so gut wie Game of the Year, also natürlich auch bestes Mobile Game dann. Obwohl ich es noch nie mobil gespielt habe, also auf dem iPad oder ich glaube auf dem iPhone darf ich auch mittlerweile. Ja, ist nur für Apple im Moment, also Android, genau. Betriebssysteme können es noch nicht unterstützen. Genau, also alles was iOS hat, darf schon spielen, Android soll nächstes Jahr folgen. Ja, dann kommen wir zum besten Multiplayer-Game. Oder Online-Spiel halt, ja. Ja, ich weiß nicht genau. Das ist, glaube ich, alles, was Multiplayer ist, ist damit einbegriffen, denke ich mal. Bei mir auf der Liste steht, bestes Online-Spiel. Ja gut, okay. Bei mir die beste Online-Erfahrung, okay. Okay. Ja, okay, ist egal. Also, nominiert sind Call of Duty Advanced Warfare, bitte. Dark Souls 2, Destiny, Hearthstone, Titanfall. Dark Souls 2, bestes Online-Spiel? Ja, das mit dem, du konntest auch mal angeleuchtet, die zu dir einladen, sage ich mal sozusagen. Ah, gut, okay. Und dann auch mit diesen Spuren und so weiter. Ja, jedenfalls gewonnen hat, zu Recht finde ich Destiny, denn es war zwar nicht der beste Shooter, es war auch nicht die beste Story, aber online-technisch war es echt gut gemacht, es gab kaum Probleme und also deswegen, Hearthstone war natürlich Dauer-Online, ist halt ein Kartenspiel und Titanfall war jetzt nicht gerade mein Online-Erlebnis des Jahres und Advanced Warfare lief auch am Launch nicht super, also ich würde Destiny gönne ich das auf jeden Fall. Von Anfang bis jetzt eigentlich solide, ja. Deswegen also Destiny finde ich verdient. Zu Recht, so. Der Kategorie. So, dann kommen wir zum besten Indie-Game. Ja, habe ich auch hier auf der Liste. Die Siege habe ich hier schon, ich finde mal die Nominierten im Moment. Ach da, bestes Indie-Spiel, da habe ich einmal Broken Age, Monument Valley, Shovel Knight, Transistor und The Vanishing of Ethan Carter. Ich habe davon nur eins gespielt, und zwar The Vanishing of Ethan Carter, was ich auch genommen hätte, nachdem die zeigen immer die Nominierten vor, ich hätte auch The Vanishing of Ethan Carter genommen, aber gewonnen hat Shovel Knight, was auch cool aussah, fand ich, aber... Ich kenne das gar nicht. Ja, bestes Indie-Game, ich finde das immer eine schwere Kategorie, weil Indie-Games sind halt sehr weitläufig. Es gibt da, diese meins grafisch eh nicht so bestechlich wie The Managing of Ethan Carter. Aber meins halt Games-Challenge gehen so weit auseinander, ich finde, da kann man eigentlich nicht eine Kategorie drauf machen, aber okay. Kannst du mal vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was das ist, weil für mich, ich wüsste es auch nicht, was das sein soll. Was, Shovel Knight? Ja. Wie soll man das denn erklären? Ja, ich hab das noch nie gesehen. Ich muss mir sonst kurz mal angucken hier, aber... Boah, das kann man überhaupt nicht erklären, das ist... Das sieht total aus wie ein altes Retro-Game, es hat 8-Bit-Grafik. Ach, das ist jetzt nicht Bilder, okay. Und, wie soll man das sagen, das Spiel, wie soll man das erklären? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist... Wie das aussieht? Ja, ein Side-Scroller, es ist ein Remake. Und, ja, es ist halt ein bisschen Geschicklichkeit, ein bisschen Action, ist halt alles so irgendwie mit drin. Ist halt ein ganz normaler Action-Plattformer, deswegen fand ich nichts so Besonderes jetzt, aber okay. Na ja, gut, müssen wir uns das selber nochmal angucken. Ich glaube, im Hintergrund läuft ein bisschen Advanced Warfare, schätze ich mal. Ganz genau. Gut, dann kommen wir zum zweitwichtigsten Award eigentlich immer, und zwar dem Entwickler des Jahres, genau. Ja.
Dem Entwickler. Ich weiß mal irgendwas, wer Entwickler oder Publisher ist, weil das ein bisschen bei den Nominierten ein bisschen unklar war, fand ich. Aber es soll wirklich der Entwickler sein. Nominiert waren Blizzard Entertainment, Monolith, Nintendo, Telltale Games und Ubisoft Montreal. Gewonnen hat, was ich ein bisschen unverständlich finde, Nintendo als Entwickler des Jahres. Ja, wir haben eine Nintendo-Konsole derzeit. Na gut, Konsolen ist ja was anderes. Aber es gab, gut, die haben zwei starke Pokémons dieses Jahr rausgehauen. Und ein paar nette Wii U-Spiele, aber ich fand, ich hätte es Ubisoft Montreal gegeben. Weil wir damit mehr vertraut sind, denke ich mal. Ja, Ubisoft Montreal mit Unity fand ich sehr stark. Telltale Games hätte es auch verdient mit sogar vier guten Adventures. Ich glaube, Walking Dead Season 2 war. Die kommen jetzt alle gerade raus, die Adventures jetzt gerade. Ja, Walking Dead Season 2 war Anfang des Jahres. Game of Thrones. The Wolf of Mangas war Mitte des Jahres. Und dann haben wir jetzt gerade, was jetzt gerade rauskam, in der vergangenen Woche beide Game of Thrones und Tales of Borderlands, genau. Ja, vier Stück. Also, Telltale hätte auch noch mehr verdient, finde ich. Monolith hat nur Mittelerde gemacht, da war nicht, wo man direkt den Entwickler des Jahres nehmen muss. Und Blizzard hat mit Warlords of Draenor und Hearthstone natürlich zwei nette Sachen rausgebracht. Blizzard hätte ich auch gegönnt eigentlich, ja. Also ich glaube, wenn du im Nachhinein hätte ich am ehesten Telltale gegönnt, weil die haben echt vieles gebracht dieses Jahr. Vier Spiele und sollen ja auch alle top sein. Also ich gucke mir gerne noch Reviews dazu an. Ich spiele ja nicht selber, ich gucke mir eher so Reviews dazu an. Also haben alle Top-Bewertungen. Ja. Ich würde sagen, dann kommen wir zur Main-Kategorie und zwar Game of the Year. Ja, da ist natürlich nominiert die Spannweite sehr groß. Nominiert waren Bayonetta 2, Dark Souls 2, Dragon Age Inquisition, Hearthstone und Middle-Earth Shadow of Mordor. Ich sag den deutschen Namen nie, ich habe mich so dran gewöhnt irgendwie. Jetzt erstmal Trommelwirbel. gewonnen hat Dragon Age Inquisition. Ach Gott. Ich hätte jedem von den Games, obwohl, in meiner Reihenfolge wäre Platz 1 für Hearthstone gewesen, Spiel des Jahres. Ich hätte Hearthstone genommen. Auf Platz 2 hätte ich Mittelerde gesetzt, auf Platz 3 Bayonetta, auf Platz 4 Dragon Age und auf Platz 5 Dark Souls. Das wäre meine Reihenfolge, meine persönliche. Wer sucht die Nominierten eigentlich immer aus? Das ist eine gute Frage. Ja, weil, wo ist zum Beispiel The Crew oder sowas? Ja, ich weiß nicht. Stimmt, wir fällt auf The Crew, waren nicht am Rennspiel des Jahres dabei, nee. Ne? Also für mich zum Beispiel. Aber es könnte daran liegen, weil The Crew jetzt so spät ist erschienen ist, dass es vielleicht im nächsten Jahr berücksichtigt wird. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß Dragon Age kam auch erst gerade raus vor ein paar Wochen. Gut, schon auch wieder. Also auf jeden Fall Dragon Age ist ein hier ist es kein, das ist halt kein MMO, das ist halt hier ein Rollenspiel RPG. Grafisch sieht das schon mal nicht schlecht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Vom Gameplay auch, also so eine WoW-mäßigen Spiele schocken eigentlich ganz. Und weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall Spiel des Jahres, können wir nicht beurteilen, hat keiner gespielt von uns. Ich hab's noch nicht vor, weil irgendwie Dragon Age, ich hab den Vorgänger Origins mal angespielt und ich bin, weiß ich nicht, das Spielsystem gefällt mir einfach nicht so genau. Also Mittelerde hätte ich sehr gegönnt, gerade wegen diesem Gegnersystem, was ganz neu war, dass die Gegner sozusagen mitleveln, wenn die dich töten sozusagen. Ja, das war echt eine geile Idee war und Hearthstone war für mich das beste Kartenspiel, was ich im Leben jemals gespielt habe. Deswegen, das hätte ich ganz oben gesetzt. Ich hab ja auch am meisten gespielt, glaube ich, dieser von allen meinen Spielen. Deswegen, und Bayonetta, was nur für die Wii U erschienen ist leider, sah auch verdammt geil aus, nur es war nachher so unübersichtlich, dass man gar nicht mehr gesehen hat. Ja, und für Dark Souls bin ich so doof und Dragon Age ist mir gesehen auch sehr gut. Naja gut. So war auf jeden Fall das Highlight des Abendspiels des Jahres, ja. Gut, dann war die Laune bei Kevin natürlich ein bisschen unten wieder. Aber nein. Ist mir eigentlich scheißegal, denn es ging ja um die Neuankündigung, wie es hier eigentlich so gehört. Jetzt kommt's zu Wichtigen, wa? Wo hab ich das denn da? Also zuerst ging's los, dass der, also ich kann mal ein bisschen Ablauf der ist Events. Dass der Typ, der mal Nintendo, ich verkannte den Namen nicht, ist auch nicht bekannt. Der mal Nintendo halt die Musik macht, wie die Mario-Musik und so. Der saß auf dem Piano und hat erstmal die Mario-Musik eingespielt. Als Intro, genau. Und danach wurde einmal direkt Mario Maker nochmal vorgestellt. Das Spiel, wo man sein eigenes Mario designen kann, sag ich mal. Auch wieder auf Wii U exklusiv. Ich glaube, 3DS genau. Auch, ne? Ne, 3DS, ich glaube ich auch. Gibt es auch diesen Mario Level Maker. Aber es sieht verdammt cool aus, finde ich. Aber cool. Mal gucken, wie langsam Motivation noch ist. Aber wenn man es wie bei Little Big Planet online sharen kann, immer von anderen was spielen kann, ist natürlich die Motivation grenzenlos. Ja, das war doch zu Mario. Denn erstmal, da ging Nintendo war auf jeden Fall der Held des Abends, sag ich mal. Also, die haben ja sehr viel gehabt, ja. Ja, dann kam, ich sag, wie war das mal wirklich angesagt, The Voice of Snake and The Body of Jack Bauer, okay. Kiefer Sutherland kam auf die Bühne. Echt? Alter, ja, what the die fuck? Stimme von Solid Snake halt und hat erstmal sein, wie er sagte, Big Boss angekündigt, Hideo Kojima. Kam auch dazu mit seinem Premium-Englisch und hat Metal Gear Online vorgestellt, was dabei sein wird in Metal Gear Solid 5 Phantom Pain.
Und das war auch mein Highlight des Abends, direkt am Anfang. Denn Metal Gear Online sah so verdammt geil aus, fand ich. Weil die haben mit 7 Leuten da eine Basis infiltriert, alles samt Sneaky und so weiter. Natürlich durfte dürfen die typischen Metal Gear Sachen nicht fehlen, der Pappkarton und so weiter. Und es sah einfach verdammt cool aus. Also das ist für mich fast dort. Ich habe erst überlegt, mir Phantom Pain nicht zu holen, aber damit ist es wieder sicher in meiner Kaufliste mit drin, sag ich mal. Haben die ein Release-Datum gesagt? Nein. Weißt du es aus dem Kopf? Nee, ich weiß nicht, ob es eins gibt, genau. Jedenfalls, Metal Gear Online sah verdammt geil aus. Ja gut, ja. Metal Gear Solid-Fans natürlich mega geil. Ja. Wie alle halt auch sehr das Squads gehypt haben. Das hat verdammt viel Spaß gemacht, was ich ja gesehen habe. Ja komm, danach kam Bloodborne, wo sozusagen in dem Trailer der Koop-Modus, ich weiß nicht, bevor schon angekündigt war, jedenfalls da wurde er zum ersten Mal richtig vorgestellt. Wie die zu zweit auf dem Endboss angekloppt haben, wirkte im Publikum sehr große Jubelmomente aus. Ja, Bloodborne überzeugt mich jetzt noch nicht so, weil grafisch ist es Next-Gen-Standard, finde ich, und gameplay-technisch ist es mir zu viel Dark Souls drin, nicht viel Neues, finde ich. Aber gut, wer Dark Souls gerne mochte, wer Bloodborne auch mögen, denke ich mal, und deswegen scheint es ein ganz cooles Spiel zu sein. Dann kam Tacoma. Tacoma ist ein kleines Indie-Game von den Machern von Gone Home und erscheint 2016. Man hat in dem Teaser in der 50 Sekunden ging überhaupt nichts gesehen. Und deswegen kann ich da überhaupt nichts zu sagen. Ja, einfach mal so hier reingeworfen. Ja. Dann Adrift. Adrift, ich würde jetzt mal Gravity the Game nennen. Ja. Man ist ein Astronaut und man spielt eine Ego-Perspektive und man schwebt im Weltraum rum, weil man eine Bruchlandung erlitten hat. Und ja, man schwebt im Weltraum rum. Da war der Teaser auch schon vorbei. Das alles es sah grafisch cool aus, es sah witzig aus, aber was man da nachher genau macht, das ist die nächste Frage. Ja, dann kam die große Neuankündigung von EA. Ja. Alle dachten, jetzt kommt Star Wars, jetzt kommt Mirror's Edge, nein. Haze Light kam auf die Bühne, und zwar ist das der Nachfolger von Brothers, A Tale of Two Sons, so mit, dass er das Spiel mit jedem Controller einen von den beiden Spielfiguren steuert. Mit jedem Stick mal gespielt, ja. Davon der Nachfolger wurde angekündigt, sorgte für großen Jubel. Hatte ich erst nicht gewundert. Das Spiel sah auch witzig aus, aber der Teaser war leider nur 10 Sekunden lang. Das war sehr. Sorry, dann kann man nicht so viel sagen. Da hat man leider überhaupt nichts zu gesehen. Deswegen, ja, muss man schauen, wie es weitergeht und bleibt spannend. So, auf jeden Fall mal gucken. Brothers war ja ein ganz witziges Spiel. Mal gucken, was sie jetzt im neuen vorhaben. Dann kam Before. Ja, Before ist ein Survival-Game in der Steinzeit. Was noch ganz früh in der Entwicklung war, aber es war halt eine ganz witzige Grafik. Also, es war mehr als Comic noch, war richtig Comic. Ganz witzige Grafik und das hat erstmal ein Entwickler angefangen und der jetzt wird das weiterentwickelt von dem Team von Gary's Mod, also von Gary, wie heißt das nochmal? Gary, ich hab's fast vergessen, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht genau, ist auch egal. Ja, das Team hat keine große Vergangenheit, es hat halt Gary's Mod als großen Erfolg gehabt, danach haben sie Rust am Start und jetzt kommt halt Before. Mal gucken, wenn es besser als Rust wird, bin ich dabei. Ja, aber das ist ja gut, das ist auch nicht so besonders schwer. Ja, danach kam ein Spiel, auf das ich mich dieses Jahr verdammt viel freue, The Order 1886 und danach kam noch Until Dawn, das waren die beiden Sony-Spiele, aber zu denen im Sony-Video ja, oder gleich ja. Mehr, genau. Ja, dann kam auch ein Spiel No Man's Sky, da kommen wir auch nochmal zu gleich. Ja, dann kam der Award für das meist erwartete Spiel des Jahres, da eben gar nicht mehr aufgeführt. Ja, meist erwartete Spiel des Jahres ist Witcher 3 geworden, mit Recht auf jeden Fall finde ich, denn als Rollenspiel-Fan ja, würde ich sagen, ist das Pflichtkauf überhaupt. Grafisch ist es eines der besten Spiele, denke ich mal, die angekündigt sind. Und gameplay-technisch ist Witcher ja eigentlich auch immer ja, Rollenspiel-Standard halt, sag ich mal. Rollenspiel halt, ne? Und die Story ist halt das Finale der Witcher-Reihe, die sich ja komplett an den Büchern orientiert. Das ist halt das Finale der Bücher jetzt. Und ja, Witcher 3, das war mein Render-Trailer, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es Ingame-Grafik war. Sah wieder verdammt cool aus. Ja, Witcher halt, ich habe das schon genug gesehen. Ja, dann wurde angekündigt, dass das Godzilla-Spiel auch noch jetzt für den westlichen Markt erscheint. Ich fand es davor schon scheiße und sieht jetzt noch nicht besser aus. Ich weiß gar nicht, für welche Plattform? PS4 und PS3. Okay. Es sah aus wie ein PS2-Game grafisch. Künftig gameplay-technisch witzig werden, aber bisher warte ich da nicht allzu viel von. Ja, wir wissen es nicht. Das ist meistens sowas so, weiß nicht, wie soll man es sagen. So, ihr könnt euch sowas vorstellen wie Rambo the Video Game, so eine Titel landen meistens in der Mülltonne. Die können meistens nicht gut werden. Ist ja. Einfach so. Dann kam, glaube ich, der größte Jubel des Abends und zwar, es wurde ein Reboot des Spiels King Quest angekündigt. King's Quest ist ein Spiel von, sonst wann, das ist schon ewig her, von 84. Und es wurde ja von Roberta Williams, der auch auf die Bühne kam, mit seiner Frau entwickelt damals und jetzt wird es halt gerebootet, das Spiel. Ja,
da ich es alle nicht kenne, bin ich auch nicht so gehypt jetzt darüber, aber es scheint viele gefreut zu haben. Ja, die haben immer gejubelt, was haben sie denn mal gejubelt? Ja. Dann kam mein Neuankündigungs-Highlight, denn Human Element wurde zum ersten Mal gezeigt. Ein Shooter, der sehr, ja, der sehr brutal war, sehr witzig war. Ja, es sah einfach cool aus irgendwie, ich weiß nicht, kann man es vielleicht beschreiben. Müsst ihr euch mal angucken, Human Element heißt das Spiel, von Robotics. Ja, dann kam das Spiel des Jahres und danach kam noch ein kleines letztes Finale und zwar wurde das neue The Legend of Zelda für die Wii U zum ersten Mal in-game gezeigt. Und ich muss sagen, auch als Nicht-Zelda-Fan, es sah verdammt geil aus. Also würde es jetzt nicht nur für die Wii U kommen, hätte ich mir es glaube ich instant geholt. Also, ja, es sah richtig geil aus, fand ich, also... Ich fand's richtig cool. Na gut, Zelda-Fanboys sind immer davon geflasht. Ja, das stimmt. Aber für unsere Gruppe ist das glaube ich nicht. Also ja. Bei uns auf dem Kanal wird sowas niemals oder in weiter Ferne erst vielleicht mal sehen oder so. Wir haben eben noch ein, zwei Awards vergessen, sehe ich gerade. Echt? Was haben wir vergessen? Es kam nach am Anfang gleich noch, kam der YouTuber Bubi, den müssen einige kennen, hat ein paar Millionen Abos, auf die Bühne und es ging um den Award Trending Gamer. Trending Gamers waren alles YouTuber und da wurde dann ausgeteilt, natürlich waren welche PewDiePie nominiert und so weiter. Aber er hat nicht gewonnen, sondern Total Biscuit hat gewonnen. Fand ich sehr schön, denn den gucke ich auch ganz gerne mal. Und ja, ihm würde ich auf jeden Fall gönnen. Also Total Biscuit, Trending Gamer des Jahres. Best Performance, habe ich auch nicht genannt. Best Performance waren unter anderem nominiert, die Sprecherin von Clementine aus Walking Dead Season 2. Kevin Spacey für seine Darbietung in Advanced Warfare. Und auch Trey Parker, der in Spiels Hausdorf Stick of Truth knapp 25 Stimmen gesprochen hat. Er hat auch verdient gewonnen, fand ich, weil ich habe mir das mal angehört. Das ist echt richtige Leistung, finde ich, wie viele Stimmen er da gesprochen hat. Also starke Leistung. Auch von Hauptcharakteren? Ich weiß das gar nicht. Doch, von allem, von Cartman bis hin zu dem, der immer stottert. Ich komme nicht auf den Namen. Ja, wie heißt der nochmal? So lange kannst du. Ja. Timmer. Na jedenfalls, dann war noch die Industry Icon Award, sozusagen der Award für das Lebenswerk. Den haben Ken und Roberta Williams bekommen, wie ich schon erwähnt hatte bei King's Quest, die das erste King's Quest entwickelt haben. Das waren die beiden, haben das allererste Adventure entwickelt, was es jemals auf dem Markt gab. Das war ein Text-Adventure, wie man es ja damals kannte. Und ja, ich würde auch sagen, verdient, was man so gehört hat. Ja, habe ich sonst irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Oder? Ich scroll hier auch gerade nochmal durch, aber eigentlich... Ja, achso, also Games for Change, das war sozusagen das ungewöhnlichste Spiel des Jahres. Da waren mehrere so außergewöhnliche Sachen, die nicht so Standard sind wie Call of Duty und so nominiert. Hat auch Valiant Hearts gewonnen, die Auszeichnung. Beste Familienunterhaltung war noch, hat Mario Kart 8 gewonnen. Die wurden alle nachhinein noch ausgezeichnet, nicht auf der Bühne. Ja gut, die waren doppelt ausgezeichnet, okay. Genau. Und dann war natürlich noch E-Sport Spiel des Jahres, das war noch auf der Bühne, stimmt. Das hat Netshot gewonnen. Ist einer aus dem Call of Duty Team von... Ah, welches E-Sport Team war das nochmal? Komm ich echt nicht drauf. Wer ist denn Netshot? Netshot. Und E-Sports Team des Jahres ist Ninjas in Pyjamas geworden von Counter-Strike Global Offensive. Die ja im Finale verloren haben, ne? Gegen LDLC? Nein, die waren, glaube ich, ich glaube, die sind schon vorher rausgeflogen. Gegen wen hat LDLC im Finale gespielt? Ninjas in Pyjamas, waren die das? Ich meine, ja, bin ich ganz sicher. Ja, und der letzte Award war, beste Fankreation hat Twitch Plays Pokémon gewonnen. Das war ja auch sehr witzig, wo alle in Chat halt die Kommandos eingeben mussten. Und ja, es war eine sehr witzige Idee und das hat auch noch einen Award gewonnen. Dann wurde noch nebenbei, Dungeon Defenders 2 exklusiv für die PS2 angekündigt von entwickelt das nochmal. PS2? Exklusiv für die PS4, Dungeon so. Defenders 2. Und The Banner Saga 2 wurde angekündigt. The Banner Saga 2, ja, The Banner Saga kennt auf der einiges, so ein kleines Spiel, was ich mir auch schon mal angeguckt habe, aber ist nicht so mein Ding. Ja, das waren die Videogame Awards. Wir haben schon mal ein Stück. Ich würde sagen, es kommt morgen oder übermorgen nochmal ein separates Video zu. Ja, weil das ging, glaube ich, jetzt schon eine halbe Stunde. Genau. PlayStation Experience seht ihr dann, ich denke mal, morgen auf unserem Kanal mit, wenn ich es heute noch online kriege, dieses Video mit dem zweiten Adventsvideo. Wir danken fürs Zuschauen und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ne? Würde ich sagen. Tschüss. Tschüss.